na, mehr für introvertierte, Sport für faule, das hat nicht so einen Multiplikatoreffekt. Also die Leute, die wirklich hierher kommen und länger mitmachen, das sind alles Leute, die eben für sich darauf gekommen sind, dass für sie das gut ist. Es ist nicht so was, dass man sagt, oh hier Heinz, hast du gesehen, das ist toll hier mit dem, was der da auf der Wiese macht, kommen wir hier 10 Leute. Nee, das sind so ruhige Sachen. Ne? Keine Action. Das sind halt alles so Themen, die man anderen Leuten nicht so gerne erzählt. Es sei denn, man ist nun einer von 20 Mönchen. Da kann man den anderen Mönchen erzählen, guck, der macht was zwischen Meditation und Alltag und das passt uns ganz gut, da gehen wir mal hin. Das wäre die einzige Multiplikatorgruppe, die ich mir vorstellen kann. Also das ist schon sehr speziell. Ihr könnt alle, wenn ihr das wollt, vorbeikommen. Ist ja klar. Ich sag nur, es ist sehr langsam. Es ist der Weg nach innen, aber es ist wie gesagt ein Weg. Diese Formen sind nicht dazu da, dass man die auswendig lernt, abhakt und dann die nächste Form macht, sondern dass man bei sich in der Form bleibt und immer wieder feststellt, kann ich das noch einfacher machen, kann ich noch mehr meine Schultern locker machen, kann ich noch freier atmen. Ich glaube, man merkt zumindest, dass das in die richtige Richtung geht. Ist auch klar, es ist kein nicht Pille einwerfen, fertig, Krankheit weg. Nee, es ist langsam, aber es ist also sicherlich gut fürs Immunsystem auch, für den Körper auf jeden Fall. Wir machen die Anfangssequenz. Also Grundstellung. Leichtes Schütteln und wenn ihr Stress hattet, dann nehmt die Spaghetti-Arm. Richtig, komplette Welle durch den ganzen Körper. Weil es ist wirklich so, das geht vom Groben zum Feinen. Macht ruhig weiter mit dem etwas stärkeren Schwingen. Und dabei einen Körper scannen und feststellen, kann ich da irgendwo Regionen feststellen, bei denen es besonders angespannt ist heute oder schon generell. Ist klar, wenn ihr irgendwelche Schmerzen habt oder irgend sowas, vorher zum Therapeuten, vorher zum Arzt. Und erst wenn ihr quasi da die Themen mit denen durchhabt, könnt ihr zwar unterstützend das machen, aber eigentlich erst danach. Ne? Weil so schwierige Sachen haben wir auf der Wiese, also die Wiese haben nichts zu suchen, aber ihr müsst halt, das muss passen. Ne? Nicht versuchen, mit einem Zahnstocher einen LKW anzuheben. Also es ist hier sehr subtil. Es gibt wirklich an Wunder grenzende Veränderungen, das kann man so sagen. Ja, es ist keine Esoterik, aber eben graduell langsam. Also wenn ihr akut was habt, müsst ihr akut was machen mit einem Spezialisten. Das hier ist danach grundsätzlich in die richtige Richtung. Also ein Körperscan feststellen, ist irgendwo was. Und dann übergeht man das nicht, also ein Knacken oder sowas. Nee, man stellt fest, wo ist dieses, das ist vorher eine Anspannung meistens, man merkt das dann, nähert sich dem und übergeht dieses Knacken nicht, sondern lässt es eben nicht knacken. Ja? Merkt dann, oh, so kann ich jetzt heute den Arm nicht bewegen und nimmt das einfach wahr, fertig, zur Kenntnis. Und geht dann auch wieder freundlich, aufmerksam und gelassen mit dieser zeitweiligen Behinderung oder Verspannung um. Also wenn es jetzt so ein Knacken in der Schulter ist oder wo auch immer, dann gehe ich da bis hin und versuche eine Entspannung in der Schulter in dem Fall zu finden und einen Kreis, wenn ich jetzt zum Beispiel den Arm bewegen möchte, wenn das in der Form so vorkommt, dann versuche ich den Kreis so zu machen, dass er das nicht knacken lässt, dass er nicht diese Verspannung aufbaut. Dann wird er kleiner.
Also ich folge nicht der äußeren Form, weil das jetzt so eine große Bewegung ist, muss ich unbedingt diese Form so groß machen und dann knackt es und ich tue mir weh. Nein, ich bin nicht klein. Das soll eine Drehung sein. Und wenn selbst das nicht geht, dann bleibe ich stehen. Achtet auf euren eigenen Körper und darin, in diesem auf euren Körper achten, werdet ihr immer besser. Und es geht nicht darum, irgendwelche Krankheiten festzustellen, um dann damit zum Arzt zu gehen, also kein Hypochonder, sich was einzubilden, sondern nach diesen heftigen Sachen festzustellen, kann ich das noch leichter machen? Kann ich meinen Körper so bewegen, dass es ihm noch besser geht? Ja? Ist auch ein Zeichen, dass das dann über den ganzen Tag sich trägt. Ja? Es ist also nicht nur mal für eine Stunde auf der Wiese oder sowas, sondern es ist ein Weg, übergehend zum Qi wecken. Bei diesem Körper wahrnehmen, langsamer werden, vollständig atmen, den Körperscan aufrechterhalten, bei jedem Einatmen den Rücken gestreckt sein lassen, von selber nichts forcieren und beim Ausatmen entspannen, mehr Stabilität, ohne steif zu sein. Also einatmen, entspannt einatmen und entspannt ausatmen und entspannt ausatmen. Jede Mikrobewegung feststellen und noch einfacher machen. Und dieses Auflösen dieser Verspannung, dieses immer weiter einfach, immer angenehmer stabil, immer angenehmer ausgerichtet, ohne irgendwelches Wollen großartig, ist eine Intention. Merkt man, dass man langsam sich auf dem richtigen Wege befindet, endlos auf dem Wege. Und immer öfter entsteht dieses innere Lächeln. Und das ist eine gute Belohnung. Neben der zunehmenden Gesundheit. Ja. Aber ihr seht, dieses Qi-Wecken alleine, also wenn man sonst keine Zeit am Tag hat, diese Übung ist gut. Also die lohnt sich wirklich jeden Tag zu machen. Ich kann das ja ein letztes Mal, bevor wir damit dann aufhören, noch mal ein bisschen übertreiben. Also ich gehe hier wirklich nach unten, geht hier komplett so eine Welle durch den Körper und hier wieder nach unten. Also ich übertreibe jetzt, damit man das ein bisschen mehr von außen sieht. So.
einmal noch mit Übertreibung. Ich mache das nicht so stark, aber es ist diese Bewegung vorhanden. Und wir machen das jetzt nur formal, dass wir zum Baumstehen übergehen. Für die, das neu ist, die können in der Grundstellung stehen. Für die, die schon ein bisschen auf diesem Weg des immer wieder Zurückkommens, Loslassens sind, länger, die können die Arme heben. Weil es eben auch hier immerzu in Bewegung ist, immerzu weiter loslassen, immerzu weiter frei einatmen. Also diese Körperwelle, die Body Wave geht da trotzdem weiter. Man sieht sie nicht mehr von außen. Also es ist nicht so ein statisches, wie heißt es, Stehen wie ein Pfosten, ja, eingeschlagen in die Erde und dann steht er da. Es ist mehr wie ein Baum, wie ein Bambus, bewegt sich im Wind, findet immer wieder, das ist ja so, der wächst ja noch, findet immer wieder seine statischen Kraftlinien und wächst dementsprechend. Oder der Wind bewegt ihn, also selbst ein großer Stamm ist in Bewegung. Dreht sich nach der Sonne sogar, ein riesiger Baum. Heute wirklich nicht so lang, dreimal ein- und ausatmen in eurem Tempo. Sollte man länger machen, wenn man damit schon anfängt. Mal zuerst die Schulterblätter entspannen, das ist das Wichtigste. Und um die Arme irgendwie in der Position zu halten, die Aufmerksamkeit in die Handgelenke wichtig, die sind so in Höhe von den Achseln, aber mit ausreichend Abstand, Luft unter den Achseln und dann immer weiter entspannen. Aber wir machen das heute sehr, sehr kurz, kommen in die Grundstellung. Und fragen uns, wie fühle ich mich jetzt? Also ich habe eben zum Abschluss mich auch nochmal gefragt, bin ich freundlich, aufmerksam und gelassen mit mir? Mein Hauptfokus für dieses Jahr mindestens ist Freundlichkeit. Weil ich bei mir immer öfter festgestellt habe, dass wenn ich aus diesem Gleichgewichtszustand komme, also wenn ich in den Stress komme, wenn ich viel zu tun habe und es wird immer schneller, 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 das Erste, was ich loslasse oder aus dem Fenster werfe, ist Freundlichkeit. Danach kommt dann Verlust der Gelassenheit und danach geht dann die Aufmerksamkeit auch noch flöten. Und dann ist natürlich klar, dann klappt eigentlich gar nichts mehr, aber das ist der normale Weg. Ne? Viele sind ja auch in diesem unfreundlich ist der Tag, benutzen das, können gar nicht loslegen, ohne unfreundlich zu werden. Ja. Gibt solche Menschen. Also der Angelpunkt scheint wirklich die Freundlichkeit zu sein. Das kann ich am besten auch feststellen bei mir. Ja. Also am ehesten. Sie merken, oh, ich werde unfreundlich, vielleicht sogar zuerst mit mir, das ist dann gut noch festzustellen, da haben keine anderen um mich herum erst Schaden genommen, müssten nicht leiden unter meinem unfreundlichen Handeln. Und also auch das ist endlos, das lernt man immer feiner bei sich kennen. Ich habe das mal in einem anderen gesagt, von außen kann ich so ungefähr, wenn ihr 3 Jahre jedes Mal dabei seid, kann ich so ungefähr 3 Jahre, 4, 5 Jahre lang feststellen, von außen, was los ist. Aber irgendwann, das ist auch das Ziel, ist das von außen nicht mehr erkennbar, sondern dann müsste diese Selbstreflexion, Epistemologie muss bei euch stattfinden. Das Gesäß schwenken. Einfach ganz langsam das Gesäß schwenken. Shake your tail feather.
Also ist klar, wir hatten den normalen Stand, dann gibt es den breiten Stand, viele mögen nicht weiter auseinander, ist okay. Der sollte aber eigentlich mindestens, also das Gesäßschwenken, was wir jetzt machen, im ersten Reiterstand sein. Da der unüblich ist, der Reiterstand, umso mehr Obacht darauf, dass ihr euren Knien gut tut. Gleichmäßig, die sind parallel die Füße. X-O-Bein, versucht rauszufinden, ob das gut, sich das gut anfühlt. Wenn es das nicht tut, dann kommt näher zusammen. Es geht, wie gesagt, nicht darum, einer äußeren Form zu folgen, sondern es geht darum, in die Richtung dieser äußeren Form zu gehen, aber auf dem Weg, um diese Form, in die Form zu kommen, zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel, ich mache das weniger. Nur wenn ihr zu oft feststellt, dass ihr, also ihr könnt auch sagen, nee, die mache ich heute gar nicht, die Form, ich bleibe einfach in der Grundstellung stehen, ist auch okay. Bloß wenn sowas zu oft auftritt, dann seid ihr sicherlich, also dann, ich gehe mal davon aus, dass das nicht ein physiologisches Problem ist, sondern dass das ein mentales ist, und dieses Mentale ist eins der fünf Hindernisse. Meditation. Wäre Unsinn, sich hier auf der Wiese mit zu beschäftigen. Also machen wir auch. Wenn ihr dann den eigenen Weg da schon geht, dann ist das okay, aber nicht grundsätzlich. Das macht keinen Sinn. Also Bodyscan feststellen, leicht wie aus der Grundstellung, eben nur mit diesem sehr breiten Stand, breiter Stand Nummer 1. Und Hauptaugenmerk, untere Becken nach vorne, ist mein Oberkörper aufgerichtet, kann ich frei atmen, leicht eingebeugte Beine, und versucht wirklich so unbelastet wie möglich eure Knie zu haben. Bei diesem Gesäßschwenken ist wichtig, diese Erinnerung an einen anstrengungslos gestreckten Rücken beizubehalten. Und mit geradem Rücken, ohne Anstrengung gerade, nach vorne. Und jetzt bewegen wir unser Gesäß ganz, ganz minimal nach rechts. Und der Rücken kommt mit. Und dann ganz langsam wieder mit geradem Rücken immer noch aufrichten. Die Hände sind eigentlich auf den Oberschenkeln, also da, wo die Hüfte ansetzt. Alle vier Finger vorne, Daumen nach hinten, wirklich auf dem Oberschenkel. Und immer darauf achten, eher langsam werden, eher sammeln, freundlich, aufmerksam und gelassen. Ganz besonders langsam, einmal noch jede Seite. Okay, und
sehr, sehr kurz die Frage, wie fühle ich mich jetzt? Weil wir jetzt dreimal schon das Qi einsammeln. Wie fühle ich mich jetzt? Danke für diese gemeinsame Session. Spätestens für die Einführung muss ich das sagen, mit dem guter Ernährung, guter Schlaf und Meditation ist was Besonderes als Grundvoraussetzung. Und diese Körperwahrnehmung ist ja auch wissenschaftlich ein Thema, was noch ganz frisch in der Bearbeitung ist. Und die Gelassenheit gehört quasi mit dazu. Ne? Und diese drei Fragen, freundlich, aufmerksam und gelassen, mit mir werfen ja auch riesige Themenbereiche auf. Alleine bin ich mit mir freundlich. Ja? Kann erschreckend sein, wie unfreundlich man mit sich selber ist und so. Also es sind alles Themen, das ist aber auch gut. Man ist damit nicht fertig. Und nur wenn man eben merkt, ja, dieses gesamte Konglomerat, also die Körperbewegung im Stehen, aber auch im Sitzen, Meditation, guter Schlaf, gute Ernährung, ist was, was mir gut tut. Und vielleicht so, wie ich das mache, das ist gut für dich vielleicht, wenn dir das gefällt, dann ist das richtig. Fasten, ja, ist gut. Ja, genau, das mache ich auch. Also ich esse nur ab 12 bis um spätestens 17 Uhr. Jetzt, seitdem meine Frau zurück ist, habe ich mir auch so ein Mini-Snacky mittendrin immer angewöhnt. Das ist für meine Verdauung gar nicht gut. Also ein bisschen Disziplin muss ich mir wieder geben. Aber dieses Intermediate Fasting, also wirklich nur zwischen 12 und 17 Uhr in meinem Fall zu essen und dann den Rest des Tages nur trinken. Also ich versuche morgens zum Beispiel meine 2 Liter, ich trinke viel Grüntee, zu trinken, dass ich das auch schnell, relativ schnell durch habe und dann zum Schluss nur noch zum Mundbenetzen Tee nehme. Ja, das nur ein einziges Mal am Tag ist auch gut. Aber je mehr man sowas probiert, umso mehr muss man, also ich bin dann auch noch Vegetarier, ich muss auch noch darauf achten, dass ich meine Mineralien und Vitamine alle reinkriege. Ist ein eigenes Thema. Kommt man nicht von heute auf morgen drauf. Ist aber auch, wie gesagt, gut. Es geht langsam, langsam. Genug für heute. Danke fürs Mitmachen. Gleich geht's ja weiter auf der Wiese. Und Mittwoch in Englisch und mittendrin Twitch und YouTube. Und vielleicht, wenn ich es schaffe, mittendrin auch nochmal ein Livestream. Yay! Auch ein Vegetarier. Hab ein schönes Wochenende, Swiss, und alle, die es später gucken. Ciao. Mal den zurück. Okay. Alles einsammeln.